Ja, so, Freunde. Nachdem ich jetzt in letzter Zeit viele Livestreams eigentlich nur gemacht habe, mal wieder ein Video, dachte ich mir. Und heute ist es mal wieder ein So spielt man. Und zwar habe ich in letzter Zeit mal wieder öfter, ja, Mechanized Assault gespielt mit den Esgrands und so. Und habe dabei festgestellt, dass das gegen Briten tatsächlich ganz gut funktioniert. Also ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten paar Spielen immer, ja, den ein oder anderen Top 50 Spieler auch damit geschlagen, gerade auch Briten. Und da dachte ich mir, auch wenn das jetzt nicht natürlich jetzt keine neue Taktik ist oder so, ja, könnte es vielleicht für den einen oder anderen dann doch interessant sein, das mal nochmal gegen den guten Spieler zu sehen, wie man das machen kann und was da die Stärken und Schwächen davon sind. Und ja, der Gegner ist der gute Deathcore, der ist Rang 46 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie das gelaufen ist. Map ist Crossroads Winter. Ihr wisst schon, dauerhaftes Gepusche auf die Cutoffs und so. Jetzt nicht gerade meine Lieblingsmap, aber es gibt auf jeden Fall halt Schlimmeres. Das Coole an Mechanized Assault ist halt, und das ist eigentlich auch das, was es so extrem stark macht aus meiner Sicht. Die S-Grands, die sind halt einfach übelst stark. Vor allen Dingen im Early Game, im Late Game dann halt nicht mehr so. Und das führt aber halt dazu, dass man, wenn man sich jetzt nicht total behindert anstellt, man auf jeden Fall immer das erste Gefecht gewinnt. Und ich habe es ja schon in vielen Videos gesagt. Am Ende vom Tag finde ich persönlich, ist immer das Ziel Nummer 1 halt, für mich zumindest, das erste Gefecht halt irgendwie zu gewinnen. Weil wenn man das schafft, dann, ja, kann man sich immer so ein bisschen auf der Map stabilisieren und alles wird leichter und das Spiel läuft supi. Und ja, wenn man halt das erste Gefecht verkackt, dann wird es halt immer gleich übel. Und deswegen gefällt mir das halt so gut. Und wir werden jetzt dann, denke ich, auch gleich sehen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Combo, also das MG und dazu der Askren. Da kann der Brite halt jetzt auch nicht viel gegen machen. Und hier sehen wir jetzt auch gleich die Action, was die Typen halt noch extra stark macht. Also die Schwäche der Askrens ist halt, die sind wirklich nur auf extrem Close Range stark. Und deswegen ist auch hier der Sprint so wichtig für 10 Muni, weil, also wenn ihr jetzt hier so gemütlich in normaler Geschwindigkeit halt auf eine Einheit zulauft, dann verliert ihr vielleicht, dann verliert ihr Leben, dann verliert ihr vielleicht sogar schon ein Model und dann verliert ihr unter Umständen sogar das Gefecht. Wenn ihr aber halt wie die Irren hier lossprintet und direkt auf Close geht, dann seid ihr halt direkt dran am Gegner und dann gewinnt ihr halt das auch. Und wie schon gesagt, wenn man sich dabei halt nicht maximal behindert anstellt, dann gewinnt man halt auf jeden Fall das erste Gefecht. Egal gegen welche Fraktion eigentlich. Und deswegen ist das halt so stark. Und ja, ihr seht jetzt hier auch, der gute Deathcore ist halt auch kein Noob. Der weiß natürlich, dass er das knicken kann. Und deswegen dann gleich halt der Insta-Retreat. Und jetzt sehen wir halt direkt, erstes Gefecht gewonnen. Ich habe direkt seinen Cut-Off und kann seinen Fuel ancappen. Und das ist halt einfach geil. Und halt sorgt halt dafür, dass ihr halt immer eigentlich, wenn ihr die Doktrin pickt und das einigermaßen gut macht, halt einen guten Start ins Spiel habt. Und das ist halt aus meiner Sicht extrem viel wert. Und deswegen funktioniert das halt so gut. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, okay, wir sehen hier jetzt gerade den Carrier im Bau und so. Das sei dann ein bisschen scheiße, weil die Typen hier keine Faust-Ability haben. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich halt das T1 auch baue und dann noch einen Gren zum Beispiel raushole, um dann zum Beispiel halt fausten zu können. Und ja, das kann zum Beispiel auch gegen Russen gut sein, wenn die halt, der eine oder andere Russe geht ja auch mal T1 gegen diese S-Grand-Geschichte und bringt dann halt einen
einen M3, da ist es dann auch gut, wenn man zumindest einen Grenadier hat. Und ja, deswegen mache ich das so halt aus Safeness-Gründen. Ihr könnt das natürlich auch ohne Grenadier probieren. Das kann auch funktionieren. Aber das ist halt ein bisschen risky und so einen Gren als Backup zu haben, der zur Not eine Faust auspacken kann, das ist halt schon nicht so schlecht. Das wird eine enge Geschichte jetzt. Ja, danke MG, hat halt jetzt nicht geschossen. Doof. Aber sollte trotzdem funktionieren, geht jetzt hier der Pin. Ja, jetzt kommt aber hier der Carrier. Und jetzt sehen wir direkt auch, übrigens, ich habe natürlich selbstverständlich, das ist ja schon ein Klassiker, vergessen den Sound ein bisschen leiser zu machen, den Ingame-Sound. Jetzt sehen wir auch gleich, wie man es denn spielen könnte, wenn man denn keinen Gren hätte, weil ich schlicht und ergreifend noch keinen habe. Normalerweise spiele ich eher halt MG, S-Gren, dann den Grenadier und dann noch unter Umständen einen zweiten S-Gren. In dem Fall habe ich es mal andersrum gemacht, was jetzt dafür sorgt, dass ich halt schlicht und ergreifend noch keinen Grenadier habe. Jetzt sieht man natürlich, das wird jetzt ein bisschen kacke, aber der Carrier kassiert natürlich gegen das MG auch ein bisschen Schaden. Was jetzt natürlich weg muss. Und die einzige Möglichkeit, die ihr jetzt halt habt, ist, ja, entweder ihr haut halt einfach ab oder ihr versucht mit euren Close-Range-Einheiten halt wirklich auf Close ranzukommen. Und da werdet ihr dann vermutlich auch gleich sehen. Jetzt hier der Pio und der Gren, die machen auf Close schon echt ordentlich Schaden gegen den Carrier. Und ja, das war jetzt natürlich auch nicht besonders intelligent gemacht von Deathcore. Also was der machen wollte, ist ja eine gute Idee. Der wollte halt meine Einheiten hier in der Gegend rumpushen, sodass sie nicht schießen können und so das Gefecht gewinnen. Das hätte unter Umständen vielleicht sogar geklappt, wenn das hier nicht in so diesem blöden Eck da gewesen wäre und wenn es vielleicht nur der Lower S-Gren gewesen wäre und nicht noch der Pio dazu. Aber der Punkt ist, ihr seht, wenn man das so ein bisschen richtig anstellt, kann man auch ohne Gren den Carrier killen, aber ja, das war halt jetzt hier halt auch wirklich eine gute Situation für mich und nicht besonders intelligent gemacht oder sehr riskant gemacht, sage ich jetzt mal, vom Britenspieler. Deswegen hat das geklappt. Wenn der sich hier ein bisschen intelligenter anstellt, dann klappt das halt nicht. Und deswegen bringe ich halt immer noch einen Grenadier. Wie gesagt, ich würde es sogar ein bisschen anders machen, als ich hier jetzt das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich das getan habe. Normal mache ich das immer anders. MG, S-Gren, normaler Gren und dann noch ein S-Gren und dann kommt direkt der Tech. In dem Fall war es jetzt egal, weil es halt trotzdem gut geklappt hat und ja, am Ende vom Tag hat das jetzt halt die ganze Action dazu geführt, dass der gute Britenspieler halt bisher absolut gar keinen Fuel reingekriegt hat und ich hole mir jetzt den Fuel auf der anderen Seite und seinen gleich noch mit. Ich glaube, zwischendurch hatte ich ihn sogar auch schon mal. Und jetzt sieht es halt wirklich gut aus, denn hier kommt mal direkt der Tech und der Kollege hat, denke ich, auch schon ganz ordentlich kassiert. Er hat ein negatives Kill-Death-Verhältnis und den Carrier verloren. Das heißt, das ist halt jetzt einfach ein super Early-Game. Doppel-Fuel, zwei Siegmarken und so, Carrier tot. Also viel besser kann es eigentlich nicht laufen und da sieht man wirklich ganz gut, wie stark diese S-Gren-Geschichte gerade im Early halt sein kann. Und das sorgt halt dann dafür, dass man einen richtig schönen Schneeball-Effekt halt erzeugen kann. Also wenn ihr so viel Map-Control bekommt, beziehungsweise dem Gegner so wenig Fuel gönnt, dann könnt ihr jetzt halt auch locker vom Hocker tacken, ein schnelles 2-2-2 zum Beispiel rausholen. Oder hier diese Mechanized Assault Group. Und dann kommt es tatsächlich sogar öfter vor,
dass der Brite zum Beispiel so weit hinten dran ist, dass er nicht rechtzeitig sein AEC rauskriegt und so. Und dann könnt ihr oft das Spiel direkt eigentlich entscheiden, indem ihr ihm halt einfach Base Rush, weil die Schwäche der Briten ist halt nun mal, dass die Infanterie nicht fausten kann. Das heißt, wenn ihr es schafft, so ein gutes Early Game hier zu kriegen, was mit den Ascrans wirklich sehr gut möglich ist, und dann dann führt das halt dazu, dass ihr ihn mit leichten Fahrzeugen tatsächlich direkt tot rushen könnt und er halt dagegen eigentlich gar nichts tun kann. Schauen wir mal, hat er eigentlich schon den AEC-Tag? Nö, hat er noch nicht mal. Ihr seht, das ist genau das passiert im Prinzip, was ich gesagt habe. Das Early Game war so scheiße für ihn und er hat so wenig Fuel, dass er halt das ist absolut nicht schafft, das AEC jetzt rechtzeitig rauszukriegen, bevor mein 2-2-2 da ist. Glaube ich zumindest. Wie gesagt, ihr müsst auch nicht unbedingt 2-2-2 gehen, was halt auch geht, wäre einfach halt, ich habe ja bald 2 CP, Mechanized Assault Group und so. Das geht auch. Oder ihr holt euch jetzt einfach noch einen MG42 und basepinnt ihn einfach. Also wie gesagt, so ein starkes Early bietet einem dann halt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Hier haben wir wieder, glaube ich, sogar den... Ne, es ging sogar ohne Sprint. Und ihr seht halt, die Sections, die verlieren halt jedes scheiß Gefecht gegen Ascrans. Wie gesagt, wenn man sich einigermaßen ordentlich anstellt mit, und auch mit MG42 Unterstützung und so und immer schön Sprint einsetzen, dass man schnell auf Close Range kommt. Und ja, der Typ hier, das ist ja nun wirklich kein Noob, ne? Der ist halt wie gesagt Top 50 und ich habe auch schon, weiß gar nicht, wer das nochmal war. Ich glaube, das war sogar im Livestream, da hatte ich einen, der war Rang 30 oder so. Dem ist halt genau der gleiche Scheiß passiert. Und jetzt nicht, weil ich halt so ein episch geiler Spieler bin, sondern einfach, weil das halt brutal stark ist einfach. Ja, was eben halt auch der Grund ist, warum das halt nicht ganz zu Unrecht eine der Meta-Doktrinen gerade ist. Oh, das könnte jetzt eng werden. Pin wie der Wind, MG. Ja, danke. Ja, und jetzt ist halt auch das, was ich gerade eben auch schon angesprochen habe. Jetzt könnt ihr ihn halt im Prinzip halt auch basepinnen. Jetzt sicher Doppel-Muni, Doppel-Fuel. Hier habe ich nicht zu Ende gecapped, weil ich dachte, ich brauche vielleicht hier den Support. Ja, jetzt richtig nice. Und der Typ hat es halt immer noch nicht geschafft, irgendwas hier rauszukriegen. Er hat halt 4 Sections, sonst nichts. Jetzt kommt noch hier ein... Ja, jetzt hat er ihn abgebrochen. Hat gerade einen Zapper noch am Start gehabt. Ja, jetzt kommt hier das Bolster Infantry Upgrade. Das ist halt richtig, eine richtig schlechte Entscheidung jetzt von ihm. Weil er muss halt damit rechnen, dass ich jetzt ein leichtes Fahrzeug bringe. Und wenn schon kein 2-2-2, dann das hier. Und das ist jetzt natürlich schon, ja, das ist zumindest taktisch zweifelhaft, was der jetzt hier macht. Es ist nicht im eigentlichen Sinne falsch, weil wenn man so hinten dran ist, dann muss man halt auch irgendwie was riskieren mal, um wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und was er sich jetzt unter Umständen gedacht hat, ist wahrscheinlich, dass ich so Hardcore Map Control hatte jetzt, dass ich gar kein leichtes Fahrzeug bringe, sondern direkt into T3, into Panzer 4 oder Ostwind oder sowas spiele. Und bis dahin tatsächlich nur Infanterie bringe und da ist dann natürlich 4 Infanterie-Sections, 5 Mann, wäre das dann natürlich die richtige Wahl tatsächlich und bringt ihm dann unter Umständen die Möglichkeit, zurück ins Spiel zu finden. Aber wie gesagt, es ist eine zweifelhafte Geschichte, weil es halt übel riskant ist. In dem Moment, wo halt ein leichtes Fahrzeug kommt oder sogar 2, ist halt GG. Schauen wir mal. Der hat immer noch keinen AEC-Tag, ne? Ja. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum er das tut, ne? Also es ist jetzt nicht ganz so bescheuert, wie es auf den ersten Blick aussieht, was er jetzt hier macht. Unter Umständen hätte ich vielleicht sogar das Gleiche gemacht. Das... Ja. Aber es ist halt alles eine Folge dieses bockstarken Early-Games aufgrund der Ascrans halt, ne? Jetzt kommt das 2-2-2, das ist sogar relativ spät.
hätte ich viel früher bringen können. Ich glaube, vielleicht war ich mir tatsächlich selber nicht sicher, ob ich nicht tatsächlich direkt into Austin spiele oder so. Hab's dann aber halt doch gemacht. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, weil halt jetzt hier schon Minute 7 ist und ich immer noch kein AEC gesehen habe. Und ich mir dann halt auch schon dachte, okay, der spielt jetzt hier das Infantry-Game und dann habe ich halt doch noch ein Tutorial, oder? Ja, hier ein bisschen Deckung und hier habe ich noch eine Tellermine gelegt. Das ist meine, oder? Ja. Ja, jetzt hat er halt 5 Mann Upgrade und jetzt taggt er aber doch AEC, weil er halt das 2-2-2 gesehen hat. Mittlerweile hat er den Fuel immer noch nicht. Fehlen immer noch 7 Fuel in Minute 8, also ihr seht, was da sein Problem ist. Was auch ganz nice ist, sind natürlich die Nades hier. Dann wieder ordentlich kassiert. Das 2-2-2 marodiert hier so ein bisschen rum. MG ist auch noch da, also im Prinzip ist das Ding eigentlich auch schon durch. An seiner Stelle wäre ich jetzt auch rausgegangen, ehrlich gesagt. Ich bringe jetzt hier noch eine Pack, weil... Naja, hat er jetzt das 2-2-2 ja gesehen, könnte er definitiv sein, dass er jetzt noch AEC geht, auch wenn es schwierig, auch wenn es spät ist. Und genau das passiert jetzt auch. Jetzt kommt das AEC, ist natürlich super late. Und ich habe halt hier schon 160 Fuel, also ich kann jetzt halt auch direkt weiter tacken dann. Wenn ich die Manpower habe und dann immer noch ein extrem schnelles T3 eigentlich rausholen, bauen und ein P4 rausholen. Ja, S-Moon fällt noch gelegt. Heavy armored car ready. Hier ist jetzt das AEC. Damned enemies trying to take a point from us. Armored car here. What next? Natürlich nice, wenn er gleich die Tellermine findet. Wollen wir hier keinen großen Stress machen. Lol. Tu es. Boom. Ja, und jetzt ist spätestens jetzt ist halt Chichi. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn das jetzt nicht stirbt, ich habe ja eine Pack und einen Gren, der fausten kann. Das passt schon. Und bei mir ist jetzt auch schon der Tag am Start. Das heißt, ja, P4 und so ist auch nicht mehr weit. Er hat eine Section verloren, hat jetzt hier Kommandos noch gebracht. Das ist jetzt gefährlich für mein MG, aber rechtzeitig gecheatet, das sollte auf jeden Fall noch gut gehen. Hier seht ihr aber auch dann später im Late Game, ne, also 5 Mann Sections und solche Geschichten, da sind die S-Grants halt dann echt natürlich nicht mehr so geil. Ja, da extrem Glück, dass die Infiltration Nades so gar nichts machen. Natürlich ein bisschen unglücklich, normalerweise ballern die schon gut rein. Ja. Aber er hat halt absolut null Anti-Tank, ne? Also das kann er jetzt halt... Er muss jetzt eigentlich echt Pack gehen, weil Fuel ist halt so gar nicht. Kriegt jetzt, glaube ich, zum ersten Mal Minute 11 mal irgendwie ein bisschen Fuel rein. Und ich habe halt immer noch plus 38 Fuel. Hier, es kommt mein T3 jetzt und ihr seht, obwohl ich noch ein T2 und ein relativ spätes 2-2-2 eingestreut habe und eine Pack, habe ich trotzdem Minute 11:30 kann ich jetzt direkt dann eigentlich ein P4 bauen. Ja. Und ihr seht, das ist halt, der Typ ist echt ein guter Spieler, ne? Es ist halt einfach nur...
die Aspirants, die geben euch halt so ein bockstarkes Early Game, dass es halt auch für sehr gute Spieler unglaublich schwer ist, da irgendwie wieder rauszukommen, ne? Also der Typ ist ja auch besser gerankt als ich und so, und wie gesagt, ich zeige euch das nicht, um jetzt zu zeigen, wow, schaut mal, wie geil ich spiele, dass ich so einen guten Spieler hier stompe, sondern einfach gerade deswegen, um zu zeigen, dass jemand, der eigentlich besser gerankt ist als ich, halt trotzdem hart auf die Fresse bekommt gegen das hier, einfach nur, weil die Taktik halt brutal stark ist. Schwächen der Taktik habe ich ja schon angesprochen, eine zumindest, die Aspirants können nicht fausten. Wenn der Gegner gut mit dem Carrier spielt oder ein M3 oder Amis mit dem dem, wie heißt es nochmal, ja, dem scheiß Lastwagen halt, WC-51, dann kann das übel sein, und aus dem Grund, wie gesagt, halt noch der einzelne Grand dazu in den Mix, damit ihr da zur Not was dagegen habt. Oh, Retreat, boom. Das war eine üble Nate. Eigentlich habe ich noch rechtzeitig retreated. Irgendwie waren die hier noch kurz so festgehangen. Keine Ahnung. Natürlich unglücklich. Fällt jetzt aber auch nicht mehr groß ins Gewicht. Auch wenn das natürlich jetzt scheiße war. Ja. Also wie gesagt, keine Fäuste. Also einfach nur Hardcore S-Grand spammen. Das kann auch funktionieren. Aber es ist halt risky. Und gerade gegen sehr gute Spieler, die halt auch wissen, wie man ein leichtes Fahrzeug einsetzt, ist das halt ja riskant halt und kann gut und gerne mal in die Hose gehen. Ansonsten, worauf ihr auch noch aufpassen müsst, ist halt, also ihr müsst halt schon echt aufpassen, dass ihr eine gute Gefechtsauswahl habt mit den S-Grants. Also wie gesagt, immer schnell auf Close gehen. Am besten hier so Actions, wie ihr es vorhin gesehen habt. Da steht hier so ein Infanterie-Squad, und dann könnt ihr hier um die Ecke sneaken, direkt hier ranrennen und das Gefecht gewinnen. Wenn ihr halt das schlecht macht und ihr lauft so über freies Feld auf die Einheiten zu und so, dann kann es sogar sein, dass ihr das Gefecht vielleicht sogar trotzdem gewinnt, aber ihr verliert halt sehr viel Manpower, und die S-Grants sind jetzt auch nicht so billig im Refresh. Und worauf ich hinaus will, ist schlicht und ergreifend, wenn ihr eure Gefechte nicht gut auswählt im Early, dann blutet ihr Hardcore, was die Manpower angeht. Und dann kann euch sowas passieren, wie, es ist mir auch schon öfter so gegangen, ihr habt vielleicht sogar das Early Game gewonnen und habt ordentlichen Fuel Income und so, aber ihr habt schlicht und ergreifend keine Manpower, um irgendwas zu bauen, weil ihr ständig dabei seid, eure S-Grants zu refreshen und so. Und ja, das ist halt so ein bisschen eine Gefahr von der Geschichte. Also ein bisschen aufpassen muss man da schon. Also so der absolute No-Brainer ist das jetzt auch nicht. Also so einfach Aspirants bauen und dann gib ihm nach vorne rennen. Das kann auch schon mal ordentlich nach hinten losgehen. Also auf die richtige Gefechtsdistanz und achten und die richtigen Gefechte kämpfen und zu wissen, wann man halt eben lieber nicht angreift und einfach blind mit den S-Grants überall drauf rennt. Das muss man schon beachten. Ansonsten kriegt man gerade gegen gute Spieler auf die Fresse. Einfach weil man den Man überhaupt Power Bleed des Todes hat dann. Gerade gegen Briten, wenn da 5 Mann Infanterie Sections in grüner Deckung stehen und ihr über eine längere Distanz darauf zu chargen müsst mit den S-Grants, das ist schwierig, und da muss man wirklich aufpassen. Stichwort Manpower Bleed halt. Ihr seht auch das zeichnet ja ein gutes Spieler aus. Also er hat sich jetzt immerhin so seinen Teil der Map dann schon mal geholt. Es wird ihm halt nichts mehr bringen, auch weil er halt seit Ewigkeiten triple capped ist und halt, also selbst wenn er jetzt hier noch zurückkommt auf die Map, es hilft ihm halt nichts, weil ihm halt die
Siegmarken runterticken. Ja, hier ist der nächste Vibe. Auch gute Spieler haben dann halt Probleme irgendwann, wenn sie unter Druck sind, dass sie halt nicht mehr so gut spielen. Jetzt kommt hier noch die Light Artillery Barrage, das ist zum Beispiel auch eine ganz coole Sache. Weil, also so super toll ist die Art hier eigentlich gar nicht. Das muss man sagen. Während hier jetzt die Pack stirbt und halt jetzt GG ist. Zum wiederholten Male, aber jetzt endgültig. Ja, so toll ist die eigentlich gar nicht, aber die Sache ist die, angenommen, es ist jetzt alles so gelaufen, wie ihr es hier zum Beispiel jetzt gesehen habt, da zwingt ihr halt dann oft durch die Map-Control, die ihr habt und dementsprechend dem wenigen Fuel, den euer Gegner reinkriegt, da zwingt ihr den Gegner oft dazu, into Packs zu spielen. Also der hat halt keinen Fuel für Fahrzeuge, deswegen bringen die Packs vielleicht auch ganz gerne mal mehrere. Und ihr hingegen rusht T3 zum Beispiel, ich habe sogar schon T4 gebaut, lol, rusht leichte Fahrzeuge oder sogar Tanks. Und dann kann es halt passieren, das ist auch so eine kleine Gefahr, und deswegen spielt der Typ hier auch weiter, das mache ich auch oft, gerade gegen schlechtere Spieler. Die werden dann zu offensiv, die rushen mit ihren Fahrzeugen rein und dann fahren sie zum Beispiel in Doppelpack und verlieren alle ihre Tanks. Und dann hat man tatsächlich noch die Chance, das Spiel wieder zu drehen. Und gerade dann, wenn das so läuft, wenn man den Gegner gezwungen hat, into Packs zu spielen und selber viele Fahrzeuge hat, ist es halt ganz geil, diese Barrage hier zu haben, weil, wie ihr es hier auch gesehen habt, ihr könnt die halt dann auf eine Pack setzen und auch wenn die Barrage die Pack vielleicht jetzt nicht sofort killt, weg muss er halt trotzdem, dann ist die Pack in Bewegung und dann könnt ihr reinrushen und die Pack töten. Ja, das ist halt eine ganz gute Synergie, jetzt hier der Playstyle zusammen mit der Ability in der Doktrin. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht groß zu sagen. Was wir jetzt hier nicht gesehen haben, weil es halt irgendwie nicht nötig war, ist die Mechanized Assault Group, die ist auch ziemlich nice. Gerade auch gegen Briten, das hätte ich zum Beispiel auch ziemlich gut machen können, war halt jetzt in dem Fall irgendwie nicht... Ich habe es halt jetzt anders gemacht, aber das wäre eigentlich auch cool gewesen. In dem Moment, wo der absolut kein AT hat, könnt ihr halt mit diesem Ding hier übelst geil die Squads wipen, gerade auf dem Retreat. Oder ihr fahrt ja einfach in die Base nach und solche Geschichten. Das wäre auch eine coole Sache gewesen. Zur Not, wenn das ein bisschen knapper ist und dann das AEC rauskommt, könnt ihr dann auch diesen den Panzergrenzi da drin setzen, Schrecks geben. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch ganz nice einen AEC jagen tatsächlich damit. Also zum Beispiel, wenn der jetzt mit seinem AEC kommt und das AEC kriegt eine Faust oder so, dann kommt ihr mit diesem Half-Track mit den Schreck-Grants drin ran und tötet es halt. Das funktioniert tatsächlich auch. Was auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre, was jetzt halt auch nicht nötig war, ist Stuck-Es. Also was jetzt zum Beispiel auch ziemlich krass gewesen wäre, ich habe ja das T3, also ich habe ja nichts gebraucht eigentlich groß aus dem T2. Die Pack war eigentlich auch nicht wirklich nötig. Direkt halt das T3 rushen und sofort ein Stück E rausholen oder drei oder so und ihn damit halt tot spammen, das funktioniert halt auch. Also Stuck E ist tatsächlich, ich bin jetzt nicht der Mega-Fan von, so wie das zum Beispiel Jibber Jabber Jobber macht, der ja im Prinzip die Dinger spammt mit Pack-Support, wie nicht mehr ganz sauber und nichts anderes macht. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber es funktioniert halt auch und kann auch eine Möglichkeit sein, wäre hier jetzt zum Beispiel auch möglich gewesen. Ihr seht also, es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, wie ihr hier dann weiterspielen könnt. Das A und O ist aber, wie gesagt, was es halt so stark macht, ist halt das verdammt heftige Early Game, das euch die Ass-Grants geben. Und deswegen wird das halt auch von vielen Leuten gespielt. Und hier hat man, denke ich, auch ganz gut gesehen, nochmal warum. Weil selbst halt wirklich sehr, sehr gute Spieler da Hardcore-Probleme gegen haben.
Und wie gesagt, ich habe damit auch schon wirklich eigentlich reihenweise Spieler geschlagen, die um einiges besser gerankt sind als ich. Und ja, für mich persönlich, das ist jetzt nicht so mein Lieblings-Playstyle und so. Ihr wisst ja, ich spiele ganz gern halt immer noch das gute alte Blitzkrieg und so. Aber ja, es ist halt bockstark, wie man hier sieht. Und was man ja, was mir gerade auch noch auffällt, ich habe die CP noch nicht, aber ich bin eigentlich kurz vorm Tiger auch noch. Also, ne, der übelste Snowball-Effekt hier, den man da hat, wenn es gut läuft. Ja. Gut, da will ich es jetzt auch gar nicht länger machen als nötig. Ich denke, man hat alles gesehen und ich hoffe, ich habe alles erklärt, was es zu der Doktrin so zu wissen gibt. Vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen. Ich kriege ja immer mal wieder die Frage, so Scheiße, Briten sind so stark, was soll ich tun und so. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und zwar eine sehr gute, wie ich finde. Von daher, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Eine gute Woche. Bis dann und tschüss.